Hallo und herzlich willkommen zu unserer FIFA 15 Spieltagsprognose vom ersten Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga. Die Sommerpause ist zu Ende und wir spielen das erste Montagsspiel. Nur SC Freiburg, ne? Nur SC Freiburg gegen den ersten FC Nürnberg. So, und mit den Nürnbergern zu Gast in Freiburg ist doch Robert. Hallöchen. So, und auch hier wieder der Disclaimer, wir spielen natürlich mit FIFA 15, das heißt, alle Sommertransfers etc. wurden noch nicht beachtet. Da müssen wir jetzt durch, aber da denke ich mal, können wir alle ein Auge zudrücken. Es dauert ja nicht mehr lang, dann gibt es dann auch endlich FIFA 16. So einfach. Ja. Es fühlte sich auch einfach an. Und damit fühlte es sich gut an. Ja, aber das ist halt der Schäfer, der ist alt. Und ist Schäfer nicht Schalker? Ja, Schäfer ist Schalker. Ich will jetzt niemanden verurteilen, aber... Schalke. Ah, oh, da müssen die Knochen knacken. Ja, aber immerhin drei Leute auf mich gezogen. Bis das hier wurde. So, und hier merkt man halt noch, dass eine Erstligamannschaft gegen eine Zweitligamannschaft spielt. Also hier fühlt es sich auch deutlich so an, finde ich. Ja, wenn du das schon findest, was soll ich sagen? Ja, das Beste draus machen halt. Sagst, alles, was nicht zweistellig ist, ist in Ordnung. Das ist ein Verlust für mich. Ja. Ich bin doch nicht eh, dass du nach 20 FIFA-Minuten nicht schon mindestens 3-0 führst. Sehr gut. Auch hier wieder den Kollegen Schäfer und seine Schranken verwiesen. Er ist zu alt. Nürnberg. Sieh es ein, wir brauchten einen neuen Torhüter. Wir brauchten einen Jungen. So, die Stimmung ist gedrückt. Ein bisschen. Auch nur ein kleines bisschen. Oh, Mann, ey. Denn der ist schnell von dir. Ja, ich habe mich an dir festgehalten. Kalle. Boah, angetäuscht und nicht angenommen. Ach ja. Eine kleine Anekdote gibt es übrigens zu Freiburg zu erzählen. Die haben ja den Kollegen Petersen, Nils Petersen, bei sich in den Reihen. Und der ist ja damals extra von Energie Cottbus weg, damit er dort halt keine zweite Liga mehr spielt. Ja. Und der hat sich ja gegen Borussia Dortmund entschieden. Zu einer Zeit, wo wir ihn hätten gut als Stürmer auch Spielpraxis geben können. Mhm. Aber wollte er zu den Bayern. Und da fing dann seine Erfolgsgeschichte in der ersten Liga an. Mhm. Da ist er zu den Bayern gegangen, hat nicht gespielt. Dann ist er zu Werder gegangen. Da hat er nicht gespielt und nicht getroffen. Dann wurde er ausgeliehen nach Freiburg. Dort hat er kaum gespielt, aber getroffen, aber ist abgestiegen. Zack, wieder zweite Liga. Das ist... ist ein bisschen traurig. Aber das hast du jetzt davon, Nils Petersen. Wer ist eigentlich dieser Nils Petersen? Tja. So wird man in 2 Jahren über ihn reden. Hätte er sich mal für Dortmund entschieden. Es gibt öfters mal Spieler, wo ich es immer schade finde, dass sie sich halt für einen anderen Verein entschieden haben. Aber es gibt auch Spieler, wo ich sage, da finde ich es gar nicht so schlecht, dass es so ist. Wie zum Beispiel bei dem Geis.
Der Geist ist ja, glaube ich, Sechser. Der ist ja zu Schalke gegangen, weil er dort angeblich das bessere Paket bekommen hat. Was ich mir irgendwie nicht vorstellen kann. Ja. Wo ich immer sagen muss, wie kann Schalke das bessere Paket haben? Also jeder, der so halbwegs in der Lage ist, die Bundesliga zu verfolgen, dann muss er mitbekommen haben, dass bei Schalke gerade in dem letzten Jahr alles so suboptimal lief. Ob das jetzt in der Außendarstellung ist, ob das jetzt mannschaftsintern ist. Das ist, wie kann man sich denn da wohlfühlen? Sobald der Horst Held bei mir klingeln würde, ich würde ihn wegschicken. Ja. Wer weiß, was der noch mitbringt. Gleich weg, gut. Ja. Hey Dennis, schön, dass du wieder erreichbar bist. Sag mal, ich musste extra mit einer neuen Nummer anrufen. Von meiner Alter habe ich die nicht erreicht. Ja. So. Was ist los? Er hat dreimal gedrückt und es ging nicht. Ah, oh, saubere Grätsche. Voll. Und ein mega schlechter Ball. Oh, irgendeiner würde ich doch mal treffen. Ein Gekurke, ey. Es stockt auch so ein bisschen. Das macht es nicht besser. Ja. Der war gut. Ja. Ich dachte, er dreht sich noch ein. Mhm. Auch schon wieder gekommen, dass FIFA halt hier so Win-Skills und sowas mit einberechnet hat. So. Geht so einfach, leck mich doch, ich wusste es. Das habe ich schon in der Entstehung gesehen. Ja, da hat echt keiner reagiert. Nee. Das ist unter Torhüter, der ist sowieso eine Schande. Achso, irgendjemand hat gesagt, er wäre zu alt. Ja, und Schalker. Irgendjemand hat gesagt, er wäre zu alt und Schalker. Ein alter Schalker. Ja. So. Aber ich glaube, die hatten sich auch gar nicht letzte Saison mehr so an den Schäfer geklammert. Das wegen. Ist egal. Nein! Leck mich. Ja. Ah, diese Unterschiede sind wirklich echt krass. Ja. Das ist, ja, Freiburg ist ja auch überhaupt gar keine schlechte Mannschaft. Nee, ist ja auch sehr. Das ist, sind leider völlig zu Unrecht abgestiegen und der HSV völlig zu Unrecht. Sie haben in dem Trubel aus mehreren Absteigern einfach die Beschissen noch bekommen. Ja. Und Pech. Jede Menge Pech. Ja. Die haben, es gab ja auch so unglaublich viel Fehlentscheidung. Gegen die, also das ist. Ja. Ich greife keinen ein, was ist denn los? Weiß nicht. Ach Mensch. Da läuft sogar ein Vorteil, aber der ist jetzt. Tja. Tolles Gebolze. Tja, da hat es jetzt auch keinen Unterschied gemacht, dass ich immer noch Roman Birki im Tor hatte. Nee, weil der hat ja nicht mehr eine Rolle gespielt. Er hat auch nur den Ball gehabt, wenn ich mal zurückgepasst habe. Ja. Eieiei. Aber gut, das ist halt, dadurch, dass die Statistiken hier halt noch einen Klassenunterschied darstellen. Also das ist. Es war im Prinzip zu erwarten. Ja. Das ist nicht wie Paderborn, sondern es ist hier eine gute Erstligamannschaft gewesen mit guten Werten. Ja. Und das hat man halt dann auch deutlich zu spüren bekommen. Jo, dann würde ich sagen, ich würde es mir persönlich so wünschen. Ich selber bin ja kein großer Nürnberg-Fan. Ja. Und Freiburg und dem Herrn Streich wünsche ich das sowieso, dass
den Wiederaufstieg. Und daher wäre ich mit dem 3-0 auch doch äußerst zufrieden, muss ich zugeben. Auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, dann bedanke ich mich fürs Mitspiel. Gerne. Und fürs Reinschalten natürlich. Und ansonsten sehen wir uns dann beim zweiten Spieltag wieder. Der ist dann nächste Woche. Bis dahin. Tschüssikowski.